Es ist wieder soweit, ab in die Pilze. Ich lerne die 10 goldenen Pilzregeln, mit denen auch jeder ohne Vorwissen den Korb voll bekommt. Wir suchen die Klassiker Steinpilz, Marone und Krauseglucke. Abgefahrene Pilze mit skurrilen Namen. Und exotische Edelpilze. Für Hinreisen gehen wir an geheime Stellen und testen, was Pilzbuch und App so können. Und na klar, wir kochen dufte Pilzrezepte. Kommt mit auf meine Wochenendtour in die Pilze. So, den kriege ich doch bestimmt. Mit schönem Schwamm und rotem Fuß, das sieht mir nach Rotfußröhrling aus. Ich gehe so einmal im Jahr im Herbst in die Pilze und habe so ein bisschen das Basic-Wissen, aber ich will mir das ein bisschen auffrischen und erweitern vor allem. Deswegen bin ich heute mit Martin Groß im Wald. Du hast ein bisschen mehr Ahnung von allem Möglichen. Sag mal, ich habe den Korb, ich habe das Messer und die Waldklamotte. Bin ich soweit ganz gut ausgestattet oder was hast du? Ja, der Korb ist wunderbar. Der muss luftdurchlässig sein. Ein schönes Pilzmesser. Du hast sogar hier die Premium-Pilzbürste dran. Ganz genau. Na bitte, da haben wir die erste Regel und den ersten Rotfußröhrling im Korb. Aber Moment mal, stopp. Springen wir doch noch mal an den Waldrand zurück. Und zur alles entscheidenden Frage, wo man überhaupt suchen sollte. Also man sieht nach dem Baumbestand und sieht nach dem Waldfußboden. Also wenn der so grasig ist wie der, dann ist das schon eher mal ein schlechtes Zeichen für Pilze. Wir haben hier Kiefer und Eiche. Eiche ist immer sehr gut, vor allen Dingen für Steinpilzsuche. Bei Steinpilz werde ich hellhörig. Also Regel Nummer 2, schau nicht nur auf den Boden, sondern auch auf die Bäume. Mischwälder sind fürs Pilzesuchen eigentlich ideal. Ich habe auch extra in weisem Optimismus den ganz großen Korb mitgenommen. Dafür fängt unsere Suche aber ganz schön dürftig an. Bis? Ha! Doch, ich hab was. Ja, es ist ein Pilz. Hosianna. Aber was für einer. Auf jeden Fall kein Klassiker. Von der Farbgebung her wäre es ein Frauentäubling. Wenn man jetzt ganz sicher sein will, ob man den essen kann, muss man natürlich erstmal wissen, dass es ein Täubling ist. Und das geht anhand von 3 Merkmalen. Erstens, der Stiel lässt sich sauber durchbrechen. Zweitens, auch die Lamellen splittern leicht heraus. Und drittens, wenn man weiß, ich habe einen Täubling, dann kann ich kosten. Das darf man aber nur bei dieser Gattung. So, und dann reibt man den Pilz auf der Zungenspitze. Kannst du auch machen. Abbeißen, breit. Und wenn er dann mild schmeckt, weiß man, oh, ein schöner, essbarer Täubling. Ich würde sagen. Ja, was? So ein bisschen spicy, aber an sich relativ mild. Ja, relativ mild ist er. Muss man an der Stelle wirklich auch mal sagen, wenn ihr nicht gerade Martin mit dem Wald habt, nicht einfach an Pilzen knabbern. Das heißt, wir haben unseren ersten kleinen Speisepilz. Tja, das war's dann aber auch erstmal wieder. Also ich meine, gestern, es hat ja ein bisschen geregnet in der Nacht, aber die letzten Wochen waren wirklich heiß und trocken. Wann geht man am besten in den Wald? Wenn es geregnet hat, intensiv geregnet hat, dann wartet man etwa eine Woche. Dann kann man damit rechnen, dass die Pilze dann auch sprießen. Regel 3 ist also, hoffe auf Regen. Viel ergiebiger wird's im ersten Waldstück dann aber nicht mehr. Na ja, dann probieren wir es woanders. So, probieren wir es woanders. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, da wird der Korb so richtig voll. Das ist ja ein Unding. Fantastisch, das ist ja die halbe Mahlzeit. Und während wir dahin umsetzen, zeige ich euch, wo ihr garantiert zu üppig Pilzen kommt. Also wenn man nicht so viel Zeit zum Suchen hat wie wir. Willkommen auf einer Pilzfarm in der Börde. Das hier sind Edelpilze. Und ihr Waldboden ist künstlich. Sie leben in feuchter Luft und Dunkelheit. Aber für uns geht jetzt erstmal das Licht an. Oha! Ja, das ist die Halle, wo wir Pilze züchten. Und zum größten Teil, hier sehen wir es gerade, sind Shiitake. Die Shiitake bauen wir am meisten an und werden am meisten gefragt. 14 Wochen reift der Pilzklotz in so einem Beutel. Und wenn er dann an die Luft kommt, dauert es noch etwa eine Woche, bis die ersten Fruchtkörper sprießen. Und das sind dann die fertigen Shiitake-Pilze. Okay, egal wo rein? Egal wo rein, probiere. Ist der jetzt schon fertig? Nee, der ist noch nicht. Den hätte ich jetzt gesagt, den kannst du nehmen. Guck mal, zack. Der ist noch schön. Und das andere bleibt dann vielleicht erstmal noch und dann. Und du musst dich nicht mehr bücken. Boah, ich merke es aber jetzt schon, das wird knacke schwer im Arm. So ein Block wiegt 2,5 Kilo und Hubert schnippelt hier jährlich rund 8 bis 9 Tonnen Pilze ab. Nicht nur Shiitake, sondern zum Beispiel auch die beliebten Kräuterseitlinge. So Hubert, und wer kauft den Spaß bei euch? Sind das Kneipenrestaurants, Oma Erna aus dem Dorf hier? Zum größten Teil geht es in den Bio-Großhandel nach Berlin, dreimal in der Woche. Da bin ich froh drüber, dass ich sowas auch habe. Und dann kommen auch viele Leute, die sich sowas holen. Kaufen kann man hier immer. Aber wer sich die Hallen in der Börde auch mal anschauen will, kann das ein paar Mal im Jahr tun. Zum Beispiel bei der Süßen Tour oder am Tag der Regionen. Und frische Shiitake gibt es im Kühlschrank des Vertrauens rund um die Uhr. Und was man damit so machen kann, das zeigt mir jetzt Huberts Frau Marlies in der Küche. So Marlies, dein Mann hat mir Kräuterseitlinge und Shiitake mit 2i vermacht. Was können wir da Schönes mit anstellen? Na, ich würde sagen, Shiitake-Pilze kannst du eine schöne Pilzpfanne machen oder kannst roh essen, Pilzsuppe. Also der ist wirklich sehr flexibel, da kannst du vieles mitmachen. Aber für die stressige Zeit würde ich sagen, wir versuchen es mal mit den Kräuterseitlingen. Das Putzen kann man sich hier sparen und auch das Zubereiten geht schnell. Ideal, wenn man Appetit hat, aber keine Lust, umständlich zu kochen. Klein schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, panieren und das war's dann schon. Das sieht ja aus wie eine halbe Banane hier im Eibad, oder? So Marlies, erzähl dabei mal, wie seid ihr denn hier eigentlich drauf gekommen, eine Pilzzucht aufzumachen? Ja, manche Männer, wenn sie in Midlife-Kreises kommen, kaufen sich ein Cabrio oder holen sich eine neue junge Frau. Und er hat eben gesagt, ich mache mit Pilze und die widersprechen wenigstens nicht. Fertig ist unser schnelles und vegetarisches Pilzgericht. So, dann guten Appetit. Aber eine abgefahrene Konsistenz, total fest. Also steht dem Schnitzel nichts nach, oder? Super lecker Gewürz. Aber wisst ihr, was mir so ein Schnuff gefehlt hat? So dieses Gefühl, wenn du in den Wald gehst und siehst einen Pilz und dann kommen diese Glücksgefühle in dir auf. Ich glaube, wir müssen noch mal raus in den Wald. Na klar, mit Pilzprofi Martin. Wir sind übrigens im Fläming unterwegs, an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg. So, Waldstück 2. Was sagst du, wie sieht's hier aus? Aussehen tut's prima und sogar feucht von der letzten Nacht. Ob wir hier den Korb voller Maronen und Steinpilze bekommen? Auf jeden Fall haben wir schon mal was. Das ist eine uralte Ziegenlippe. Sag mal, der hat jetzt einen Schwamm, ne? Der hat einen Schwamm, ja. Ich habe so die Faustregel gehört, damals mit Schwamm ist meist ein gutes Zeichen, ne? Ja, kann man sagen, ganz genau. Das gilt für die allermeisten, aber leider nicht für alle Röhrenpilze. Es gibt auch nicht essbare Röhrenpilzarten, Schönfußröhrling, Satansröhrling. Also mit Schwamm ist auf jeden Fall die sicherere Seite. Ja. Ja. Und unter den Röhrlingsarten sind keine tödlich giftigen Pilze. Wie steht denn ihr eigentlich zu Pilzen? Geht ihr auch jeden Herbst in den Wald oder bleibt ihr dann doch lieber bei Champignons aus dem Supermarkt? Schreibt es mal in die Kommentare. Diesen Täubling mit Lamellen bekommen wir auch schon bestimmt. Das ist ziemlich mild, ne? Vollkommen mild. Jeder Pilz wird nach dem Pflücken so essfertig gemacht, damit ich nicht zu Hause wieder anfangen muss, den ganzen Dreck da auseinander zu posementieren. Ha! Täubling! Täubling. Wir sind auf Täublingskurs. Ja. Jetzt brauchen wir sie nur einsammeln hier. Ja, ja. Martin sagt, ein besonders schmackhafter Speisepilz. Aber jetzt geht's erst richtig los. Mit dem spindligen Rübling, der buckligen Tramete, dem Ziegenbart und dem Kartoffelbovist. Essbar sind die alle nicht. Den rehbraunen Dachpilz hier nehmen wir aber mit. Und diesen Perlpilz auch. Da muss ich jetzt mal sagen, den hätte ich safe stehen lassen. Ist der schmackhaft oder ist das auch eher so Füllmenge? Eher Füllmenge. Ja, wir haben schon viele Füllmenge. Jetzt müssen wir nur noch die Geschmacksbomben finden. Die haben wir noch nicht gehabt. Die finden wir jetzt da hinten, ich sag's dir. Ja, ja, naja, gut. Hier, gucke, die schmeckt. Die Nadelbäume. Das heißt, beste Chancen für Maronen satt. Und tatsächlich. Was hast du? Ja, hier ist eine Marone. Die wolltest du doch finden, oder was? Oder wie, oder warum? Ja, die ist alt. Sieht noch gut aus, ne? Ja, naja, gut, ist was anderes. Ja, aber gut, also wenn man nur eine hat, glaube ich. Wenn ihr in diesem Film übrigens auf dicke Maronen und Steinpilze gehofft habt, da kommt später noch einiges, versprochen. Jetzt hat die große Ernte begonnen. Ha! Ha, ich auch! Steinpilz oder Marone? Aber zurück zu Martin, den Pilzen und mir. Man muss auf jeden Fall sagen, ich hatte noch nie so einen bunten Korb. Also das ist ja wirklich von rot bis graublau bis ein bisschen bräunlich. Und den halben Wildschweinkiefer haben wir noch für Martins Sammlung mitgenommen. Ein paar Kilo Pilze für zu Hause darf man aus dem Wald übrigens mitnehmen, zum Verkaufen aber nicht. Aber wie sammelt man eigentlich die Pilze? Martin sagt, wenn man sich sicher ist, schneidet man sie ab. Wenn nicht, dann dreht man sie mit der Wurzel heraus. Aber warum eigentlich? Dann kann ich in eine Pilzberatungsstelle gehen und dann kann der Pilzberater in der Regel sagen, welche Art es ist. Ob sie essbar ist oder ob sie ungenießbar oder ganz sogar giftig ist. Kostenlos und schützt vor Pilzvergiftung, ganz sicher. Unser Korb ist also essbar und den will ich gleich zu einem echten Profikoch bringen. Ganz zum Schluss unserer Suche finde ich aber noch den Tageshöhepunkt. Boah, da haben wir doch noch mal was richtig Schönes hier. Was? Das glaubt man ja jetzt nicht. Das ist ja ein Unding. Fantastisch, das ist ja die halbe Mahlzeit. Das ist die halbe Mahlzeit, habt ihr gehört? Da machen wir gleich aus der Pilzpfanne für 2 Personen, für 4 Personen. Ja, es ist eindeutig eine wunderbare Krauseglucke am Stammende einer Kiefer, ganz klassisch. Was sagst du denn zu unserer Ausbeute? Schau mal in den Korb. Also wir sind ja hier bei einigen, ein paar Perlpilze, wir haben ein paar Täublinge. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Das hat sich doch gelohnt. Halt. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen, nach so einem langen Waldtag. Ja. Bin mal sehr gespannt, was ich da mit dem Koch draus gezaubert kriege. Genau. Dafür fahre ich im Fläming weiter nördlich. Und zwar rüber auf die Brandenburger Seite nach Niemeck. Das ist Dirk Krause Sagorni, der Koch vom Landhaus Alte Schmiede. Und das bin ich mit meinen Pilzen aus dem Wald. Die will ich jetzt gemeinsam mit Dirk zubereiten. Guck mal, ich habe mit Martin gefunden ein paar Speisetäublinge. Ja. Wir haben den... Sehr geschmacksintensiv. Genau, genau. Wir haben den rehbraunen Dachpilz. Ich glaube, der ist eher so eine Füllmenge. Und den Heiligen Gral, Martins Heiligen Gral, die Krause-Glucke. Auch Dirk hat etwas beizusteuern, neben Steinpilzen und Pfifferlingen. Austernseitlinge, dann haben wir hier Buchenpilze noch dazu, dann haben wir hier Goldkäppchen. Ja, und ja, dann haben wir eigentlich die Sorten soweit durch. Wir werden eine Suppe kochen, eine schöne Pilzsuppe und dann gibt es eine Quiche, wo wir noch also eine schöne Vorspeise mit Feldsalaten, Himbeerdressing und dann zu der Quiche. Großartig. Übrigens gilt für fast alle Pilze, nicht mit Wasser putzen, da sie sich sonst vollsaugen. Besser mit Schwamm oder Bürste. Ausnahme die Krauseglucke, da ist einfach zu viel Dreck dran. So, und wie geht's weiter? Zwiebeln dazu, vegetarisch halten, Kräuter dabei, bisschen Thymian, bisschen Rosmarin, bisschen Knoblauch bei den Pilzen mit bei. Dann ganz zum Schluss ein bisschen Bohnenkraut. Bohnenkraut ist so der Klassiker bei den Pilzen, finde ich jedenfalls. Dann hole ich noch den bestmöglichen Geschmack raus. Die Krauseglucke schneiden wir in Scheiben und braten sie gleich als Steaks knusprig an. Habt ihr eigentlich noch Pilzgerichte und Pilztipps? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Egal ob für Suppe oder Quiche, für beides werden die Pilze klein geschnippelt und landen zu gleichen Teilen in zwei Töpfen. Salz erst zum Schluss, weil es dem Pilz die Feuchtigkeit entzieht. Ja. Und dann würde er sofort anfangen zu kochen. Und somit halt erst später das Salz mit rein und ja, somit kann ich sie richtig schön anbraten. Perfekt. Ihr wollt das nachkochen? Dann habe ich hier noch das Quiche-Rezept für euch. Geht wirklich super schnell. Einfach Mürbeteig vorbereiten und die Pilzpfanne mit Sahne und Eiern andecken. Gewürze dazu, fast fertig. Und jetzt muss ja eigentlich nur, weil die Pilze sind gar, jetzt muss nur der Mürbeteig gebacken sein. Randvoll? Genau, randvoll. Randvoll. So. Vorgeheizt auf 160 Grad. So, auf mittlere Schiene. Und wie sieht es bei Suppe und Krauseglucke aus? Ja, die Suppe war ja soweit fertig. Wir haben jetzt schon mal die Krauseglucke kurz angebraten auf beiden Seiten. Und wollen wir nachher dann nehmen für unsere Quiche, für die Suppe, so oben dann als Deko noch mit rein. Ja, für den Geschmack nehme ich halt gerne, ob es jetzt hier bei der Suppe ist, vielleicht ein bisschen Cognac zum Ablöschen von den Pilzen. Oder jetzt hier bei der Krauseglucke könnte man einen schönen Sherry nehmen und das Ganze damit noch ablöschen. Also ruhig einen Daumen drauf und dann so ein bisschen das Ganze so. Und man merkt schon, wenn man jetzt wirklich das Aroma von dem Sherry mit den Pilzen zusammen. Also hier riecht es fantastisch. So, unsere Quiche ist jetzt fertig. Boah, was eine Erfolgsfanfare. Sie nimmt ja schon vorweg, dass das jetzt ganz schön großartig wird. Ja, zu Recht kam die Fanfare. Tada! Das klingt vielversprechend nach einem langen Tag. Et voilà, Quiche à la Dirk an Krauser Glucke. So, womit starten wir? Fangen wir mit der Quiche an? Mit der Quiche an, würde ich sagen. Ja, fantastisch! Passend dazu halt noch ein Fläminger dabei aus der Region. Das trinkt man dazu. Ja, guck mal, ja. Ich würde uns für mal noch ein bisschen Romantik am Tisch sorgen. Na dann Prost erstmal. Ja, na dann. Zum Wohl. Oh ja, das passt. Oh, geil. Ich frage mich, warum ich jedes Mal nur Pilzpfanne gemacht habe. Das ist ja wirklich mega gut. Mm. Sag mal, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was übrig. Wie ist denn das mit Pilze wieder aufwärmen? Ich habe gehört... Sollte man nicht tun. Sollte man nicht tun. Man sollte nicht tun, also die Pilze nochmal aufwärmen. Also ja, man kann es, wenn man die Suppe sich jetzt vorbereitet hat und man kann sie ja nicht wegkippen, wenn was übrig bleibt. Also muss man sie wirklich durchkochen. Das macht Lust auf mehr. Ich will nochmal in den Wald. Neuer Tag, neues Pilzglück. Aber auch heute gehe ich nicht alleine in den Wald. Ich habe meinen alten Kumpel Tom herbestellt. Mit dem war ich schon als Kind in den Pilzen und der wartet da vorne an der Bushalte. Mein Lieber. Ich sehe schon, du bist vorbereitet. Na klar. Aber eine Pilzregel habe ich von meinen Eltern noch mitbekommen. Verrate niemals deine Stellen. Tommy, nichts für ungut. Na dann los, Danny. So Tommy, herzlich willkommen. Na dann mal los. Danke. Lass uns mal lieber losgehen. Lass mal losgehen. Na dann schauen wir doch mal, wer heute mit dem volleren Korb aus dem Wald kommt. So wie früher. Und mit App und Buch haben wir ja auch ein paar Hilfsmittel dabei. Aber erstmal suchen wir klassisch los. Hallo, hallo. Aber der hier sieht doch gut aus. Der erste Fund des Tages. Das sieht doch aus wie eine astreine Marone. Hä? Und Tom hat direkt einen Lauf. Klein. Das könnte fein. Ein richtig schöner Steinpilz sein, ne? Ganz schön klein, denkt ihr? Dann merkt euch Regel Nummer 9. Am besten schmecken junge, feste Pilze, nicht die alten. Tja. 2-0, du Nase. 3-0. Nö. Ha, ich auch. Scheiße. Boah, der hier ist auf jeden Fall größer. Dafür ist meiner schöner auf jeden Fall. Ich glaube, der hier ist bilderbüchiger. Also ich sag mal, Handteller groß. Handteller groß? Große Hand, muss man dazu sagen. Große Hand. Endlich finden wir die Klassiker. Aber auch viele uns unbekannte Pilze. Und da Martin heute fehlt, schauen wir mal, was die Alternativen so drauf haben. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, hier mal ein bisschen die Pilzbestimmungsskills ein bisschen vorzubuddeln. So Tom, willst du? Ich habe mal ein bisschen Hilfsmittel mitgebracht. Bist du Team Buch oder Team App? Ich bin Team Buch. Es gibt ja auch Lamellenpilze, Röhrenpilze. Na, es ist ein Lamellenpilz, also Lamellen hat er. Der orange-rote, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Der orange-rote Graustiel-Täubling. Geschmack mild. Sehr guter Speisepilz. Ich würde sonst noch mal die App bemühen. Vielleicht findet die den ja raus. Oberseite. Es lädt. Der orange-rote Graustieltäubling. Das siehst du. Klare Kiste. Ist in Nadelwäldern zu Hause. Ja. Ja. Passt. Hammer. Hammer. So, jetzt haben wir quasi zwei Quellen. Ich bin trotzdem unschlüssig. Ich würde den jetzt auch einfach mal stehen lassen. So traurig es ist. Und damit kommen wir zur mit Abstand wichtigsten Regel. Wenn du dir bei einem Pilz nicht sicher bist, dann lass ihn stehen. Tja, bin ich mal gespannt, was die Leute dann sagen im Fernsehen. Was lässt er denn da liegen? Er hatte die App, er hatte das Buch, alles ist bestimmt und er lässt die besten Pilze im Wald liegen. Aber du läufst ja auch schon wieder vor, du Nase hier. Ah. Ich sag dir, das hat sich gelohnt. Hier sieht's gut aus. Denkste, Tom hat mal wieder die Nase vorn. Das scheint der Platz zu sein hier. Von da, wo ich stehe, also nicht, da ist eine Ader. 4 Pilze. Und alle essbar. Bei mir dagegen, naja. Schimmelig zählt nicht, oder? Ich revidiere, wir bleiben bei 8-4. Dann bestimme ich lieber mal weiter. Schlechte Internetverbindung. Naheliegend. Die App sagt, es ist der rote Heringstäubling. Geruch fischartig steht bei mir. Ja, ausgesprochen nach Salzheringen oder Heringslake. Soll das riechen? Ja. Ich habe noch nie an Heringslake geschnuppert, aber riech du mal. Also nach Hering riecht das nicht für mich. Na dann, besser stehen lassen. Für die App gilt ohnehin, nehmt sie zur Orientierung, aber vertraut ihr nicht euer Leben an. Apps gibt's übrigens viele, manche haben sogar einen Offline-Modus für netzarme Waldecken. Das haben sie sich auch leichter vorgestellt, glaube ich. Eine letzte Marone auf dem Weg aus dem Wald. Wer hatte nun den volleren Korb? So Tommy, Zeit für Kassensturz. Bin gespannt. Ich ahne Dunkles. Also, ich komme auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe es immer noch 16 geschafft. Ich glaube, ein faires Glückwunsch, mein Lieber. Danke. Zum ersten Mal, glaube ich. Das ich glaube auch. Und dann gleich hier mit Vorführeffekt. Wahnsinn. Es ist frustrierend, aber anderes Jahr, andere Regeln. Also das war auf jeden Fall nicht mein erfolgreichster Trip in die Pilze, aber bei keinem anderen habe ich bislang so viel gelernt. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, mal in den Wald und in die Pilze zu gehen. Und wenn ihr noch weitere Reisetipps sehen wollt, schaut doch auch in unsere anderen Filme mal rein und lasst uns ein Abo da.